Zweggy und Co. von Siegreich. Das war's wohl. Ja. Nee, das war's noch nicht. Das hat gerade erst angefangen. Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engelalum zu einem neuen Part. Mitropia mit dem Zwergenfürst. Weiter geht's. Wir haben gerade eben den Pharao besiegt. Nennen wir ihn Pharao. Die Bonus-RRF bekomme ich. Ich habe noch am wenigsten. Hurra, Herrschersuppe. Oh, was ganz Edles. So, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir sind gut drauf und geben nie auf. Am liebsten würde ich mich verzieren. Was jetzt? Wir geben nie auf oder verziehen wir uns? Ich bin Mario, der Wanderfotograf. Magst du das Foto kaufen? Pharaonenfluch befallen. Ich bin Pharao. Dieses einzigartige Foto kostet dich 20 G. Möchtest du es kaufen? Aber sowas von. Vielen Dank, es war mir ein Vergnügen. Ja, der Pharao-Fluch, der war auch was Lustiges. Du hast ein Gasthaus gefunden. Du hast 50 verschiedene Arten von Monstern in Mitopia besiegt. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Ruhe hier nach dem Kampf. Einmal ausschlafen. Ich will in das Zimmer von Zwergi gehen. Was jetzt schon? So, was habt ihr einander zu erzählen? Ich hab neulich was über Amelie gehört. Ach, jetzt Geheimnis ausplaudern. Das steht ja. Das steht dir zu Gesicht. Was ist das? Ja, es scheint so. Das hätte ich ja nie von dir gedacht. Aha, schön lästern. Hauptsache die Freundschaftsstufe steigt. Level 7, Krankenbesuch gelernt. Finde möchte neue Pfoten. Solle er sie haben, seine neuen Pfoten. Oh je, Finde hat nur eine HP-Banane gekauft. Finde gibt 40 Gold Wechselgeld. Tja, Mist. Hoffentlich kaufst du dir dann wenigstens die Lederuniform. Jo, sie hat sich die Lederuniform gekauft. Sieht schon besser aus. Machen wir mal so, passt doch. Bringen wir dem Lampengeist Höhlenorg sein Gesicht zurück. Machen wir das mal. Dürfte das letzte sein, wenn mich nicht alles täuscht. Hier, Lampengeist, hast du dein Gesicht. Nimm es. Zack. Sieht zwar nicht gerade schöner aus. Sahst mit Gesicht. Du sahst ohne Gesicht zwar besser aus, aber egal. Das Gesicht ist wieder zurück im Spiel. Und das verdankt die Welt nur dir. Ach, keine Ursache. Aber im Ernst, wir kriegen schon Gesichter. Auf sowas wäre niemand nicht einmal ich gekommen. Aber nur unter uns. Ich habe viel nachgedacht darüber, was ich den Leuten angetan habe. Jetzt weiß ich, wie man sich fühlt, wenn man etwas Wichtiges verliert. Also habe ich einen Entschluss gefasst, ich will nicht mehr stehlen. Ab sofort lebe ich ein braves und aufrechtes Leben. Viel Erfolg dabei. Vielen Dank. Euch allen, vielen Dank. Du hast alle gestohlenen Gesichter gerettet. Juhu. Bricht wieder Tag an, nebenan. Hätten wir das. Sowas haben wir hier. Einen riesigen Brockenfels. Huch. Schwere Felsbrocken versperren den Weg. Das übernehme ich. Oh, der Flaschengeist, er hilft uns als Dank. Hier soll ein Problem sein, Pustekuchen. In der Tat, Pustekuchen, der pustet direkt weg. Was hat der wohl für eine Puste, wenn er das einfach wegpusten kann? Kommen wir jetzt bald in ein nächstes Dorf, in den nächsten Bereich.
oben drüber oder unten drunter. Das finde ich nicht so gut. Was findest du nicht so gut, Zwergi? Hey, du hast ja ein neues Outfit. Sieht totschick aus. Yep. Das Kompliment kam gut an. Okay. So. Zwergi etwas schlecht gelaunt. Nö. Mir geht's gut. Ich bin sogar gut gelaunt. Ja, kann man so sagen. Na, jetzt nicht unbedingt sehr gut gelaunt, aber zumindest nicht schlecht gelaunt. Venus Mifala ist dran. Ach du Schande. Ich und meine Schwester verschluckt. Gib Zwergi sofort wieder her. Andi greift an. Es ist nur noch Andi und Finne. Und dabei. Und ich wieder. Ich fühle mich so schmierig. Menno. Okay, was ist mit mir? Bin ich jetzt wütend auf die Pflanze oder was? Ich spule mal ein bisschen vor. Kutschi. Oh, Ärger vorbei. Hatte Ärger mit Anneli. Okay. Anneli wurde verziehen. Das ist doch schön. Das freut mich zu hören. Und frecher Piekser, gib Sarah sofort wieder her. Zack. Venus Mifala B spuckte Sarah wieder aus. Okay. Das war ja einfach. Hurra, Kannibalente. Kannibalentee. Ach so, Kannibalentee. Oh, war zu blöd, das die letzten Parts zu lesen. Na, das ist logisch. So, kommen wir mal weiter. Puh. Nach einem Kampf bin ich immer ganz durchgeschwitzt. Ich auch. Ein tolles Gefühl, nicht wahr? Nö. Okay, mein Miel mag es offensichtlich verschwitzt zu sein. Wie eklig. Ein Gasthaus erreicht. Huh. Na. Und ich frage mich, wann wir eigentlich unsere vier anderen Teamkameraden wiederbekommen. Die hätte ich auch gern wieder. Beanie, Blackie und Blackie. Holzuniform. Eine Holzuniform gekauft. In Rot am besten, damit es noch so unnatürlich aussieht. Oha, was haben wir hier? Ein Schädelpiekser wäre der Traum von Zwergi. Das sieht doch episch aus. Aber die Klamotterie dazu sieht nicht sehr episch aus. Muss ich leider zugeben. Nee, das passt nicht wirklich. Das passt absolut nicht. Da brauchst du noch was passen. Dazu ein Klamotterie. Du, das pinke und Herzschut. Ein Leotard Catsuit wurde gekauft. Von mir aus. Ach du Schande. Am besten hier in diesem Grün, in diesem Kitschigen. Oder am Pink hier. Mach mal so. Los geht's. Nein. Du hast 5 verschiedene Piekser, die bevorzugte Waffe der Unholde, gesammelt. Soll mir recht sein. Hey, du da, hör mir mal kurz zu. Wieder ein Quiz mit Richard Castle. Wer könnte immer weiterspielen? Ich, der einzig wahre Quiz-Freak, Richard Castle. Du siehst aus, als könntest du das Original erkennen. Willst du mein Quiz, wer ist das Original, ausprobieren? Na klar, mach ich immer wieder gern. Lass uns gleich mal anfangen. Okay, hatten wir das schon mal? Ich glaube, wir hatten das noch nicht. Es gibt 3 Fragen, fangen wir an. Frage Nummer 1. Wer ist Greenie? die haben immer andere, aber ja, es ist. Die haben immer andere Augenfarben und die Augen waren immer näher dran. Augenbrauen, meinte ich. Frage 2. Wer ist Finne? Oh, das ist schon ein bisschen komplizierter. Was? Ach, die Nasen sind bei denen anders. Der ist natürlich der Richtige. Ich kenne auch meine Teams. Gut gemacht. Und die nächste Frage, die dritte Frage. Wer ist Zwergi? Ach, ich kenne auch mein eigenes Mii. Weiß doch welches. Okay, Moment, heißt die Größe oder was? Das ist natürlich der kleinste hier. Richtig. Kenn doch mal Mii, das ist das leichteste.
starke Leistung. Naja, bei meinen selbst erstellten Mies ist das nicht sonderlich eine Leistung. Glückwunsch! Du hast mich glatt geschlagen. 3 Spielscheine diesmal. Oha. Haben wir trotzdem nicht nötig. Man sieht sich. Ich habe ja noch massiv viele Spielscheine übrig von Dingens hier. Bevor man das Spiel anfängt, muss man ja mal eine Umfrage beantworten und dann kriegt man da jedes Mal 3 Spielscheine für. Okay. Was? Meine SD-Karte hat ein bisschen ein Problem. Die unterbricht da immer zwischendurch. Was soll es, wir gehen nach oben. Mal sehen. Und dann habe ich den Spaß halt im Schnitt. Ein Gasthaus. Was jetzt schon? Na toll. Meine SD-Karte macht Spirenzchen. Irgendwas mit Puffergröße, Pufferüberlauf-Dingensgröße oder sowas ähnliches. Ach man, da muss ich meine SD-Karte formatieren. Ja, ich weiß, wie man das macht, aber es geht jetzt nicht mitten im Part. Die ist nicht kaputt, meine SD-Karte. Ich denke, es ist Zeit für einen neuen Look. Hä? Bin gleich wieder da. Was? Bitte nicht. Tada! Okay. Was meinst du? Bitte nicht. Man erkennt dich kaum wieder. Ja, wirklich. Man erkennt sie tatsächlich kaum wieder. Vor allem als Mie. Bekannte. Tummern gelernt. Was ich nur noch sagen muss, ist, dass die SD-Karte jetzt immer unterbricht in einem Takt von 5-6 Minuten. Das ist halt spaßig dann für mich im Schnitt, aber im Herz spüre ich ein bisschen zurecht. Schneiden wird halt für mich ein bisschen blöd, aber ich würde das jetzt nicht schaden. Auf geht's. Weiter geht's. Ich hoffe, das stört mich jetzt nicht zu sehr beim Spiel. Wen haben wir denn da? König Drache. Njam, 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 njam. Was macht er hier mitten in der Wüste? Ach, du bist es. Das ist doch gar nicht sein Königsgebiet, sein Herrschergebiet. Oder doch? Herrscht über ganz Miitopia. Du siehst sehr hungrig aus. Zum Glück haben wir noch einen kleinen Notvorrat. Königsfleisch. Wow. Dreht vom König oder was? Eine Rippe hier abgenommen. Wenn du nicht alles schaffst, sag Bescheid. Das glaube ich dir. Dass du mir das den Rest gerne weg isst. Und dir übrig geblieben ist. So, hier ist wieder die Kreuzung. Diesmal da lang. Diesmal da lang. Och, ich möchte mal wieder in ein kühleres Gebiet kommen. Die Wüste wird langsam ein bisschen miserabel. Es wird dunkel. Zeit zum Grillen. Die Königskeule reicht dir nicht. Königsfleisch. Schaut euch diesen Pilz an. Wer möchte einmal kosten? Finde darf mal kosten. Schluck. Njam. Ja, wenn es geschmeckt hat. Am nächsten Morgen. Da ist das Team wieder ausgeschlafen. Gern. Dann kann es ja weitergehen. Immer weiter voran. Auf dass wir zügig ankommen. Oh, jede Menge Falter. Was haben Falter hier? Jadefalter. Wüste zu suchen. Frecher Piekser. Soll ich jetzt auf einen einsetzen? Ich nehme den in der Mitte hier. Und so nimmst du jetzt mal auf. So. Ein Gasthaus. Superb. Heute spinnt irgendwie meine SD-Karte. Heute ist einfach mal mein scheiß Pechtag. Das ist. Hab heute schon anderweitig Probleme gehabt mit meinem Schnittprogramm. Der dunkle Fürst. Was klaut er mir wieder, mein Team?
Nein! Hilfe! Nicht schon wieder. Und wieder mein ganzes Equipment. Huch! Wo sind denn die anderen? Hat der dunkle Fürst schon wieder? Ho, 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 scharfsinnig kombiniert. Der dunkle Fürst Julian hat in der Nacht zugeschlagen. Vielleicht warst du nach deinen letzten Erfolgen zu entspannt. Der dunkle Fürst hat nun noch mehr deiner Freunde in seiner Gewalt. Oh nein! Dann sollte ich mich wohl auf die Socken machen. Wieder allein. Und wieder völlig machtlos. Nein, nicht schon wieder. Deine Klassen und deine Kräfte sind auch wieder futsch. Dann, das kann doch nicht wahr sein. Da hilft nur, dass ich dir eine neue Klasse spendiere. Sei nicht schüchtern, wähle aus, was dir gefällt. Es sind auch brandneue Klassen dabei. Na, Zwergi wurde zum Forscher. Nach dem Unhold wurde ich jetzt zum Forscher. Ja, das ist eine Entwicklung. Und die Brille versperren so wunderbar. Dieses Outfit, das sieht so herrlich bescheuert aus. Dann leg dich ins Zeug, Forscher Zwergi. Ho, 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 ho. Oh, da ist mein altes Team. Blackie, Nisa, Greenie. Was für eine Hitze. Stimmt. Die habe ich lange nicht mehr gesehen. Hey! Mein neues Team. Also mein neues altes Team. Hallo. Wo kommt ihr denn plötzlich her? Der dunkle Fürst Julian. Er hat uns gefangen und hierher gebracht. Aha. Dann sitzen wir also alle im selben Boot. Sag mal, seid ihr auch Freunde von Zwergi? Ganz genau. Verrückt. Wir sind auch mit ihm befreundet. Kaum zu glauben. Das macht uns sechs wohl auch zu Freunden. Sieht so aus. Na toll. Zwergi kämpft immer so hart. Da dürfen wir auch nicht so untätig rumsitzen. Wir müssen einen Weg nach draußen finden. Finde ich auch. Dazu müssen wir gut zusammenarbeiten. Ach so, dann packen wir es dann mal an. Und ich hier wieder, forever alone. Ganz allein. In dem Hotel. Im Gasthaus. Elfenreich. Och, komm schon, Spiel. Hättest du wenigstens mal oben drüber oder unten drunter machen sollen, Mann. Jetzt bin ich hier im Elfenreich. Jetzt wären sie noch so kreativ. Nein. Und das sind schon die ersten Elfen, oder was? Pom A und Pom B. Solange es keine Pombeeren sind. So, jetzt bin ich wieder Level 1, oder was? Ach du Schande. Jetzt geht das wieder los hier. Alles wieder aufleveln und alles wieder erlernen und alles neu ausrüsten. Ich meine, yippie-yo-hey! Na toll. Ich freue mich schon auf ein neues Team. Wer das wohl sein mag, das neue Team. Momentan bin ich ganz alleine. Ich hoffe, ich kriege ein neues Team. Einen Spielschein erhalten. Vielleicht im nächsten Rasthaus. Bei der nächsten Rast. Wen haben wir denn hier? Ein Pogel. Okay, Pogel. Das klingt ulkig. Ein Pogel mit Po. Superb. Das ging schnell. Gewonnen. Level 2. Ach, das habe ich jetzt gebraucht. Ist alles noch von vorn. Impuls gelernt. Beschädige die Daten eines Gegners, um ihn zu verletzen. Magie. Hurra. 12 Gold. Los, weiter zum Gasthaus. Ich brauche ein neues Team. Augenblick, da liegt etwas. MP-Bonbon. Na. Ein Gasthaus gefunden. Hops. So, das Gasthaus in Pink, in Violett, um genauer zu sein. Das hat jetzt eine ganz andere Farbe. Wer klingelt an der Tür? Es ist jemand an der Tür. Ich habe dich schon wieder warten lassen. Die Einsamkeit, wenn man allein reist, das ist nicht einfach. Was? Ja, hast recht. Aber habe keine Angst. Ich habe ein neues Mitglied für dein Team engagiert. Oha, wer ist da? Jetzt wird's politisch.
Blume, Merkel. Das ist eine der neuen Klassen. Hallo und hurra! Ich bin Merkel. Ich hoffe, du hast Platz für mein Team, für mich im Team. Ich werde auch mein Bestes geben. Merkel hat sich dir angeschlossen. Ach du Schande. Lerne Merkel gut kennen. Auf jeden Fall. Zwei weitere Gefährten werden sich euch bald anschließen. Und ich weiß auch schon, welche das sind. Es gibt jetzt eine neue Klasse, die ist der Panzer. Ich habe zwei Figuren für den Panzer. Da das Ganze hier eh schon skandalmäßig relativ aufgepusht ist hier mit Prinzessin Katja und Prinz Aporet und so weiter. Ich muss da noch ein bisschen ein paar Nächte drüber schlafen und da es jetzt noch nicht dran ist, ich weiß nicht, wen ich da in den Panzer stecken will. Und dann gibt es auch noch die, wen gab es da eben noch, die Prinzessin. Also lasst euch überraschen, was noch kommen wird. Jetzt haben wir hier erstmal Merkel, die Blume. Nur mit vereinten Kräften werdet ihr alle eure Abenteuer meistern. Darauf kannst du dich jetzt schon freuen. Ho, ho, ho. So, die kommt erstmal nicht in mein Zimmer. Die schläft außerhalb. So. Ja. Es soll ja alles witzig sein und es wird auch witzig. Miitopia ist sowieso ein ganzer Haufen Witzigkeit. Vertrocknetes Blatt. Werde Traum, merke. Okay. Vertrocknetes Blatt wurde gekauft. Ist das jetzt deine Waffe oder was? Alles klar. Scheint ihre Waffe zu sein. Und für mich ein Reagenzglas. Oh, weia, jetzt bin ich der Wissenschaftler. Ich war richtig schlecht in Chemie und in Bio. In den beiden Fächern. Schande. Das kann ja nur Explosionen geben. Naja, gilt's gleich. Oha. Alles klar, auf geht's. Zu zweit, Fürst und Kanzlerin. Na toll. Das kann ja dufte werden. Aua. Uff. Hey, alles okay. Mecke hat ihm aufgeholfen. Zwergi ist ihr dankbar. Ich weiß nicht, wie mir das hier fällt jetzt hier. Das neue Team. Ich will meine alten Teams wieder. Übertreib nicht. Na dann, kämpfen wir mal unseren ersten Kampf. Mit Blume Merkel. Ich teste mal Impuls. Oha, höchst technisch. Impuls, zack. Mundtomate. Okay. Miam, miam. Wird jetzt verstanden und verspeist. Verschlammt. Verschlemmert. Impuls. Das sieht so episch aus. Tomate besiegt. Weil jetzt ein Tomatensalat. Mit Blume. Nee, nicht mit Blume. War ein Spaß, Merkel. War ein Spaß. War ein Scherz. Wollte dich nicht. Will dich nicht essen. Gerettet. 441. Okay, sie greifen ihrem Blatt an. Wann sie wohl eine magische Sache kriegt. So viel dazu. Level 2 für Merkel. Jetzt ein neuer Attacker. Ein Bonus ERF. Okay, die hat Merkel verdient. So, Marshmallow. Weiter geht's. Hinauf. Auf der Karte. Und was hier?